Hey Leute, willkommen zurück zu Be Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Es gibt mal wieder einen fetten News-Überblick zur aktuellen neuen Eventwoche hier in GTA Online. Ein paar andere interessante News noch zum Thema GTA Online. Und natürlich die wichtigste Info von heute, nämlich die ersten offiziellen Infos zum neuen GTA Online Casino Update. Rockstar Games hat nämlich heute im Newswire erste offizielle Infos zum Casino-Update rausgehauen. Nicht nur so ein kleiner Teaser, sondern wirklich viele interessante Infos, was wir so machen können, wie das Casino denn aussehen wird, wie wir uns am Unternehmen Casino beteiligen können und so weiter. Alles das gibt es hier im Video wieder zusammengefasst, wie ihr es gewohnt seid. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz auf die aktuelle neue Eventwoche in GTA Online ein. Was so für Rabatte gibt, Doppeldollar-Möglichkeiten und so weiter. Letzte Eventwoche war ja noch ganz nice mit den Doppeldollar und Doppel-RP auf die Simian-Mission. Ich habe die wieder krass gesuchtet. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Skyrider, Beast Sniper und Urinamsel. Wir haben uns schön hochgelevelt bzw. hochgegrindet. Was die Dollars angeht, bin jetzt hier mit 40 Millionen am Start. Sollte auf jeden Fall reichen für das neue Update, fürs Casino-Update. Könnt ihr mal gern euren Kontostand in die Comments schreiben. Wie es bei euch aussieht, ob es eher schlecht aussieht, ob es eher gut aussieht oder mittelmäßig, keine Ahnung. Jedenfalls, Rabatte. Wir gehen mal kurz auf die Webseiten. Erstmal ein bisschen was hier auf Legendary. Wir haben zum Beispiel hier den Pegassi Taurus reduziert. Krasser SUV, auf jeden Fall gönnen. Wer den nicht hat, zieht alle SUVs im Game, zieht auch viele Supersportwagen im Game. Verdammt schnell, aber leider ein bisschen kacke vom Handling her. Naja, auf jeden Fall krasser SUV. Was haben wir noch reduziert? Wir haben den Ocelot Pariah, bester Sportwagen. Von der Endgeschwindigkeit her zumindest, vom Handling nicht so geil. Und natürlich auch das schnellste Auto ohne Raketenboost in GTA Online. Noch schneller ist dann nur noch der Vigilante oder meinetwegen Scramjet und die anderen Raketenautos. Zum Beispiel ZR380. Auf jeden Fall Pariah gönnen. Dann haben wir noch den Pegassi Reaper reduziert. Auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil die Karre kann im Prinzip nichts außer gut aussehen. Leistung ist mega crap. Für Rennen nicht zu gebrauchen, aber ein schönes Auto auf jeden Fall für Autosammler. Das waren die ganzen Fahrzeugrabatte bei Legendary und jetzt gucken wir weiter auf Warstock, weil hier haben wir gleich die nächsten Rabatte. Als allererstes haben wir den Kanjali reduziert. Bester Panzer in GTA Online. Ich meine, was gibt es noch mehr dazu zu sagen? Kauft euch den Kanjali, falls ihr den noch nicht habt und macht ein bisschen Ein-Mann-Armee-Action damit. Wir haben als nächstes den Chernobog allein. Nicht so geil im Verbund, aber ziemlich nice. Nehmen wir an, ihr habt eine Raketenstellung, habt noch ein paar Freunde in Luft mit ein paar Helis und Jets und so und auf dem Boden noch ein paar. Im Verbund ganz nice als Raketenstellung, wie gesagt, alleine eher nicht so. Dann ist noch der Hunter reduziert, einer der besten Helis im Game, neben dem Savage oder Akula zum Beispiel. Auf jeden Fall gönnen, falls ihr den nicht habt, gerade wenn ihr noch einen Kumpel habt, der das Geschütz bedient. Mega praktisch, um irgendwelche nervigen Mark II Piloten vom Himmel zu holen. Als nächstes haben wir auf Warstock den Cargo Bob und den Jetsam Cargo Bob reduziert. Im Prinzip unterscheiden die sich nicht, nur die Lackierung ist ein bisschen anders. Von daher gönnt euch auf jeden Fall den normalen Cargo Bob, falls ihr noch nicht habt. Sehr sinnvoll für Import-Export zum Beispiel, um die Autos zu beschaffen oder abzuliefern. Als nächstes haben wir die Valkyrie reduziert. Für PvP-Luftkampf jetzt nicht so geil. Da gibt es auf jeden Fall bessere wie Savage Akula oder eben Hunter, der jetzt auch reduziert ist. Aber wenn du noch hier zwei Freunde am Start habt, die zwei Gatlings bedienen, ist das Ding schon relativ mächtig. Ja, Savage bleibt nichts zu sagen, außer einer der besten Helis. Geiles Spreng-MG und ja, das war es im Prinzip mit den Rabatten auf Warstar Cash and Carry. Die nächsten Rabatte haben wir dann hier bei Elitist Travel. Einmal den Volatus, ein Luxus-Heli, den keiner braucht. Genauso wie den Swift Deluxe, noch ein Luxus-Heli, den eigentlich keiner braucht. Aber wer schon immer mal einen goldenen Helikopter haben wollte, dann auf jeden Fall zuschlagen. Kranker Preis für so ein unnötiges Teil. Dann Swift, der ist auch nochmal reduziert. Und das waren auch schon die ganzen Rabatte hier auf Elitist Travel. Ich frage mich, ob uns Rockstar Games da ein bisschen teasern will. Weil, warum ist ausgerechnet hier der Swift Deluxe reduziert, der goldene Heli? Ist das vielleicht eine Anspielung an das Casino-Update, dass wir damit wieder extrem teure Luxusfahrzeuge bekommen? Gute Frage. Springen wir mal weiter zu den nächsten Rabatten auf SouthernSanAndreasSuperAutos.com. Hier ist im Prinzip nur eine Sache reduziert und das ist komischerweise der Chariot Romero. Leichenwagen, hä? Die nächsten und letzten Fahrzeugrabatte gibt es hier auf Benny's Original Motorworks. Wenn wir auf Fahrzeuge gehen, sehen wir gleich, dass der Progen Italy GTB reduziert ist, nämlich um 35%. Also wer noch ein schönes Tuning-Auto braucht, was aber in Rennen nicht wirklich viel kann, der soll sich hier den Progen Italy GTB gönnen. Und was auch noch reduziert ist, nicht das Auto an sich, hier der Karen Sultan, aber die Umrüstung zum Sultan RS. Da gibt es einen Rabatt drauf, nämlich 40% auf die Umrüstung zum Sultan RS. Wunderschönes Tuning-Auto, auf jeden Fall gönnen. Bruder, die wirklich allerletzten Rabatte von dieser neuen Eventwoche hier finden wir im Ammunition Waffenladen. Nämlich wenn wir hier auf den Fallschirm gehen, dann auf Fallschirmrucksack gibt es einmal auf alle Fallschirmrucksäcke 40% Rabatt. Der hier ist mega, Höhenfliegerrucksack, sieht richtig geil aus.
Und dann gibt es auch noch auf den Fallschirm Rauch. Auf alle Rauchsorten gibt es 40% Rabatt. Von der Eventwoche mal kurz zur UK Top 40. Wie jede Woche die 40 meistverkauften Spiele aus England von der letzten Woche. Und die ging bis zum 15. Juni 2019. Wo haben wir da Red Dead Redemption 2 und GTA 5? Red Dead Redemption 2 ist hier gefallen von Platz 4 auf Platz 5. Und GTA 5 ist abgekackt von Platz 6 auf Platz 9. Ich bin auf jeden Fall mal auf die nächsten Wochen gespannt, ob der Casino-Hype vielleicht ein bisschen was dazu beitragen kann, dass GTA 5 dann vielleicht wieder in die Top 5 oder die Top 3 kommt. Wir haben endlich mal wieder ein neues T-Shirt dazu bekommen. Dazu müssen wir mal kurz an unseren Kleiderschrank rangehen, dann auf Oberteile, auf die Spezialtops, dann auf Marken. Und hier finden wir das Chariot-T-Shirt. Das können wir freischalten, wenn wir uns bis nächste Woche Donnerstagvormittag in GTA Online einloggen. Dann bekommen wir das, können wir uns anziehen. Ich werde es nicht anziehen, weil ich es nicht so geil finde. Was ich aber sehr interessant finde, erstmal vom Namen her. Chariot bedeutet so viel wie Streitwagen. Das waren damals diese alten Streitwagen im alten Rom. Da hast du vorne ein paar Pferde dran gehabt und hinten einen Anhänger oder einen Wagen, wo halt der Typ drauf stand. Da sind die da in der Arena mit Rennen gefahren. Dann auch noch die Anspielung mit diesen zwei Lorbeerzweigen an diesen Lorbeerkranz von Julius Caesar. Also diese ganze komplette Anspielung an diese Pferdewagen, Streitwagenrennen im alten Rom. Es könnte sein, aber das ist nur eine Spekulation von mir, dass uns Rockstar Games schon so ein bisschen anteasert, dass wir mit dem Casino-Update auch Pferdewetten machen können. Ich meine, wir haben ja nicht nur das Chariot-T-Shirt diese Eventwoche, sondern wir haben ja auch noch den, dazu muss ich nochmal ganz kurz hier auf SouthernSanAndreasSuperAutos.com gehen, wir haben ja auch noch den Chariot Romero reduziert. Chariot T-Shirt, Chariot Romero. Kann jetzt irgendwie kein Zufall sein, oder? Wir kommen mal kurz noch zu den Geldverdienmöglichkeiten von dieser neuen Eventwoche hier. Jobs spielen, dann Rockstar erstellt, dann Fallschirmsprünge. Und hier können wir schon sehen, dass alle Fallschirmsprünge in GTA Online diese Eventwoche dreifach Dollar und dreifach RP abwerfen. Hört sich jetzt erstmal krass an. Wow, dreifach Dollar, aber es sind halt Fallschirmsprünge. Der einzige Vorteil, finde ich, ist, man kann die halt einzeln machen. Ich habe es mal ausprobiert. So in 3 Minuten hatte ich um die 10.000 GTA-Dollar zusammen. Ja, ist halt echt nicht viel, aber vielleicht so für ein paar Low-Levels, die noch gar nichts haben, ganz okay. Ja, aber ansonsten absolut sinnlos. Wenn man es jetzt mit mehreren Leuten macht, kriegt man natürlich mehr. Dazu muss man aber auch Erster werden. Der Erste kriegt hier in 3 Minuten, sag ich mal, bei 14 Spielern oder so, die dann dran teilnehmen. 30.000 in 3 Minuten ist okay, aber dazu muss man es halt gewinnen. Ansonsten absoluter Schmutz. Dreifach Dollar und dreifach AP auf Fallschirmsprünge. Noch eine Doppelt-RP-Möglichkeit diese Woche, aber wirklich nur Doppelt-RP und nicht Doppelt-Dollar. Es gibt Doppelt-RP auf Gang-Angriffe. Also diese ganzen roten Kreise, eigentlich müsste hier einer sein, aber ist gerade nicht. Diese ganzen roten Kreise auf der Map, da könnt ihr dann Doppelt-RP abstauben. Alter, wer macht denn Gang-Angriffe? Das ist richtiger Low-Level-Shit. Naja, uninteressant. Nächste. Dann gibt es noch 2 andere Doppelt-Dollar- und Doppelt-RP-Möglichkeiten. Einmal Doppelt-Dollar und RP auf alle Konkurrenzkämpfe, aber wirklich nur sinnvoll für alle Nachtclub-Besitzer. Ab 3 Leuten werden die getriggert, also wenn 3 Leute in der Lobby sind, werden die Konkurrenzkämpfe getriggert, dann müsst ihr irgendwas abholen, meinetwegen irgendein Auto, irgendwelche Kisten und dient im Prinzip nur dazu, um eure Nachtclub-Lagerhäuser schneller zu füllen. Aber wie gesagt, nur wirklich sinnvoll für alle Nachtclub-Besitzer und das ist meiner Meinung nach auch die sinnvollste, die beste Doppel-Dollar-Möglichkeit von dieser Woche. Was wir noch haben an Doppel-Dollar ist Doppel-Dollar und RP auf alle Free-Mode-Events. Alter, da habe ich mir gedacht, Digga, wer spielt denn Free-Mode-Events? Ganz ehrlich. Aber okay, wer die feiert oder mal ausprobieren möchte, der kann die Free-Mode-Events gerne mal ausprobieren. Alle 15 Minuten finden in der Open-Lobby Free-Mode-Events statt und da gibt es, wie gesagt, Doppel-Dollar und Doppel-RP drauf. Kurzes Fazit zu der neuen Eventwoche hier in GTA Online, bis auf die Doppel-Dollar und RP auf die Konkurrenzkämpfe und die Rabatte, die halt schon geil sind, ist die Eventwoche ziemlicher Schmutz, würde ich sagen. Von daher kommen wir jetzt gleich mal zu den Casino-Änderungen. Die neuen Casino-Änderungen von dieser Woche. Ich hatte mich so Donnerstag gegen 11 Uhr oder kurz vor 11 hatte ich mich hier hingestellt, einfach ein bisschen gewartet, ein bisschen was aufgenommen und dann genau um 11 Uhr vormittags gab es hier die letzten Änderungen vor dem Casino. Erstmal bis jetzt, was hat sich geändert? Wir haben auf jeden Fall so eine Art Baucontainer oder so einen Wohncontainer dazu bekommen. Da können sich jetzt die Bauarbeiter schön reinschillen, ein bisschen Pause machen. Noch ein bisschen was für den Müll, könnt ihr in den Müll reinschmeißen. Dann noch hier diese Kiste, ich glaube, die ist auch neu, diese Palette mit Stein. Was komplett neu ist, das sind hier diese Rohre. Alter, was bauen die da drin? Einen kompletten Staudamm oder ein, weiß ich nicht, irgendein Wasserwerk oder sowas, Alter? Wozu brauchen diese ganzen Rohre? Aber soll halt nur dafür da sein, um zu zeigen, Leute, hier wird gebaut. Dann noch diese großen Rohre, die sind auch neu. Und ich glaube, der ist ja auch neu, der Container. Und was auf jeden Fall auch neu ist hier,
dieser zweite Wohncontainer für die Bauarbeiter mit der Mülltonne links. Das heißt jetzt für mich, die Bauarbeiten sind in vollem Gange und bald wird das Casino eröffnet. Wann genau? Gute Frage. Wie gesagt, ich bin im Team 11. Juli. Ich glaube, das Casino wird am Donnerstag, den 11. Juli eröffnen. Jetzt zu den neuen Casino-Update-Infos. Rockstar Games hat nämlich auf dem Rockstar Newswire erste offizielle Infos rausgehauen zum neuen Casino-Update. Rockstar schreibt hier auf dem Newswire: baldige Neueröffnung in Los Santos, The Diamond Casino und Resort. Da haben wir ja schon mal ein neues VR-Logo. Im Hintergrund funkelnde Diamanten, die so runterfallen. Und da steht hier The Diamond Casino und Resort. Also soll halt das Diamond Casino heißen. Nicht nur Casino, wie es ja da oben steht, sondern Diamond Casino. Also sieht so aus, dass wir eine komplett neue Leuchtreklame oben drauf kriegen, dass das komplett umgebaut wird, ja. Und Resort schreiben die auch noch, also wahrscheinlich bekommen wir noch so eine Art Hotelanlage dazu, weil ein Resort ist im Prinzip sowas wie eine Hotelanlage mit Haufen Freizeitmöglichkeiten wie Wellness, Spa, also wo man halt so eine Saunalandschaft hat, so ein Chillout-Bereich mit irgendwelchen Sportaktivitäten, mit einem Swimmingpool, dies, das, also eine riesige Chillout-Freizeitanlage noch dazu, zusätzlich zum Casino. Wo zum Teufel soll denn die sein? Der nächste wichtige Satz ist hier: The Diamond Casino und Resort, ein brandneues Luxusreiseziel und der größte Entertainment-Komplex seiner Art im südlichen San Andreas öffnet doch in diesem Sommer seine Türen. Rockstar betont hier wieder Luxus, also Luxus-Reiseziel. Ich denke mal, das Casino wird verdammt teuer werden, könnte wirklich das teuerste Update aller Zeiten werden. Verdammt teuer, verdammt groß, verdammt umfangreich. Ich denke mal, wenn wir so losstarten wollen, brauchen wir bestimmt mindestens 3 bis 5 Millionen. Wenn wir so mittelmäßig uns was kaufen wollen, um mittelmäßig Spaß zu haben, so die wichtigsten Sachen, sag ich mal, bis 20 Millionen, so 3-4 Autos, noch ein bisschen Tune, noch ein bisschen was vom Casino kaufen, schon 20 Millionen. Und dann denke ich mal nach oben hin mit Dripfeed-Content ist alles offen, jenseits der 100 Millionen, wenn wir wirklich alles haben wollen. Aber das ist natürlich nur meine Spekulation, meine Einschätzung, kann auch alles anders kommen. Dann das Wort Entertainment-Komplex. Also Rockstar Games sagt hier, das Ding wird nicht nur ein Casino, sondern ein Unterhaltungskomplex. Casino wahrscheinlich hier drin, dann Parkhaus, aber wo soll jetzt der Entertainment-Komplex sein oder wo soll das Resort sein? Hier hinten bei der Rennbahn reißt jetzt Rockstar Games die komplette Rennbahn ab, baut das Rockstar Games komplett um, die Rennbahn und das Casino, oder bleibt das alles so wie es ist und packt das Rockstar Games wie gewohnt nur alles hier in den Innenraum? Ich meine, klar, würde irgendwie passen, ja, Rockstar Games kriegt das schon hin, aber irgendwie wäre es unrealistisch, wenn Casino und Resort nur in dem Casino-Gebäude ist. Und deswegen gucken wir uns mal kurz was zur Geschichte vom echten Casino in Los Angeles an. Weil das Casino hier in GTA Online basiert nämlich auf dem echten Hollywood Park Casino in Los Angeles. Aber die alte Version. Da hast du halt vorne auch diesen Casino-Komplex gehabt mit dem Parkhaus und hinten diese Art Pferderennbahn-Anlage. So, das Ding, das Hollywood Park Casino, das alte, hat bis 2013 existiert, dann haben die das in 2013 abgerissen, die haben die komplette Pferderennbahn platt gemacht, gesprengt und dann wurde es irgendwann in, ich glaube, 2016 neu eröffnet. Es sah extrem luxuriös und futuristisch aus, einfach eine krasse, geile neue Version und das ist doch schon eine heftige Parallele, oder? Also wenn Rockstar Games hier wirklich alles abreißen würde, Casino und Rennbahn und das alles neu gestaltet wird, dann wäre das die krasseste, heftigste Änderung, die wir bis jetzt in GTA Online dazu bekommen hatten. Ich meine, wir hatten ja schon mal so Map-Veränderungen mit den Bunkern dazu bekommen, aber das ist ja gar nichts. Das waren ja Peanuts. Also wenn Rockstar Games das wirklich umsetzt, dann absoluter Hype. Nächster Satz hier vom Rockstar Newswire Post: Diamond Casino und Resort hält für jeden Geschmack etwas bereit und bietet großzügige Ausstattung, exklusive Shopping-Möglichkeiten, erstklassiges Entertainment und hochmoderne Glücksspielangebote. Ich glaube, erster Punkt ist klar, großzügige Ausstattung. Ich denke, es wird einfach extrem geil, extrem luxuriös drin aussehen. Und es wird, denke ich mal, so ähnlich aussehen wie das echte Hollywood Park Casino in Los Angeles. Also praktisch die neue Version davon. Exklusive Shopping-Möglichkeiten. Was könnten Rockstar Games damit meinen? Also ich glaube mal nicht, dass es irgendein Waffenladen ist, ein Kleidungsladen oder ein Gemischtwarenladen, sondern es muss wirklich was Exklusives sein, also was ganz Besonderes. Vielleicht können wir ja uns im Casino besondere Autos kaufen oder irgendwelche besonderen Gegenstände, die wir sonst nirgendwo kaufen können. Also das würde ich mit exklusiv verbinden. Ich denke mal, mit erstklassiges Entertainment ist das gemeint, dass da drin irgendwelche großen LED-Panels, irgendwelche LED-Fernseher rumhängen, wie im echten Hollywood Park Casino in Los Angeles, das einfach nur extrem geiles Entertainment-Angebot am Start ist.
und hochmoderne Glücksspielangebote. Und jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die wir da drin machen können, zu den ganzen Glücksspielen. Und dazu gehen wir mal 4 Jahre zurück, nämlich zum 18. März 2015 zum Twitter-Account von Tex2. Damals hieß er nämlich noch FunMW2 und damals gab es auch noch nicht das Rockstar-League-Verbot. Da hat er nämlich aus dem 1.14 oder 1.14-Coding von GTA Online was rausgefiltert gehabt. Da hat er nämlich schon 4 Minigames gefunden. Das war einmal Blackjack, das war Poker, das war Roulette und Slot. Slot Machines, das sind so Oldschool-Spielautomaten, wo an der Seite so ein Arm dran ist, so einarmige Banditen nennt man die auch. Vergleich mal das Ganze mal mit dem aktuellen Casino-Update-Logo. Links oben haben wir ja den Diamanten drin. Ja, das könnte jetzt einmal für das Diamond-Casino stehen, wäre ja logisch, wäre ja realistisch. Und es steht natürlich auch für Slots, also für Oldschool-Slot-Machines. Da gab es auch oft den Diamanten. Wenn man 3 Diamanten in einer Reihe hatte, dann hatte man was Großes gewonnen. Also wir haben ja einmal die Slot-Machines drin, die Glücksspielautomaten, die einarmigen Banditen. Dann haben wir noch drin Roulette darunter. Macht Sinn, wir haben hier ein Roulette-Rad. Daneben haben wir Blackjack-Karten. Wir haben einmal den König 10, dann die Königin 10, das sind 20. Und dann das Ass ist hier in dem Fall eine 1, also 21. Bei Blackjack ist die höchste Zahl 21. Wer 21 hat, gewinnt sofort. Entweder das Haus oder ihr, wenn ihr 21 habt. Also sind das schon mal Blackjack-Karten. Wir haben hier Blackjack drin. Und natürlich auch Pokerkarten. Die gibt es natürlich auch bei Poker. Als letztes haben wir noch diese Casino-Chips. Ich denke mal, das wird dann, wie gesagt, die Zweitwährung werden, weil Rockstar Games damit das Glücksspielgesetz so ein bisschen aushebelt. Jetzt vergleichen wir das nochmal mit den Glücksspielen, die wir in GTA San Andreas im Casino machen konnten. Wir hatten da einmal Automaten zum Zocken, wir hatten Poker, wir hatten Blackjack. An so Bildschirmen konnten wir das zocken und auch Poker- und Blackjack-Automaten. Und wir hatten auch noch Roulette am Start. Dann gab es noch das Glücksrad, da konnten wir verschiedene Beträge setzen. Je höher die Beträge, desto höher die Möglichkeiten, was Großes zu gewinnen am Glücksrad. Und zuletzt gab es auch noch Pferdewetten. Ja, da sind wir an so eine Art Bildschirm rangegangen und haben dann so ganz einfach die Animation von den Pferden gesehen und konnten auf die einzelnen Pferde wetten. Wie sehen jetzt überhaupt die Spielautomaten aus? Dazu hat damals Tex2 auch was gepostet, nämlich hier ist es Slot Machine. Da könnt ihr auf dem Bild eine Slot Machine sehen. So werden wahrscheinlich die Slot Machines, also diese alten Automaten, aussehen, diese Oldschool Automaten. Rechts haben wir dann so einen Hebel dran. Wenn wir den Hebel runterziehen, drehen sich die Walzen. Unten steht halt High Roller drauf. Also wahrscheinlich hat man dann hohen Einsatz, kann auch sehr viel gewinnen. Dann hatte Tex2 damals schon noch 2 weitere Glücksspielversionen gefunden. Einmal Lotterie spielen, dass wir uns vielleicht Lotterielose kaufen können und dann vielleicht pro Woche einmal eine Auslosung haben. Wird auf jeden Fall die Spieler gut an GTA Online binden, wenn wir einmal die Woche was in der Lotterie gewinnen können. Und auch noch Autowetten. Autowetten, vielleicht können wir im Casino dann irgendein Auto gewinnen oder unser Auto setzen vielleicht sogar, aber das ist halt noch unsicher. Und jetzt noch den letzten Leak von vor 4 Jahren von Tex2. Er hat auf jeden Fall noch geschrieben, wir haben noch eine Slot-Machine gefunden, die ich euch schon im Bild gezeigt habe und 3 Innenräume. 3 Innenräume, was könnten das sein? Also es könnte auf jeden Fall so ein Glücksspielraum sein, wo wir die ganzen Glücksspiele haben wie Poker, Roulette und so weiter, dann vielleicht noch ein Chill-Out-Bereich und eventuell noch ein CEO-Bereich, den wir wahrscheinlich kaufen können. Jo, der CEO-Bereich oder halt VIP-Bereich, den wir kaufen können, würde gut zu einem neuen Post von Tex2 passen, weil der hat nämlich jetzt gesagt, dass wir uns beim Casino einen Anteil kaufen können, also wahrscheinlich irgendeinen Bereich im Casino, wo wir dann mit Geld verdienen können. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum steht denn jetzt der Typ schon die ganze Zeit auf der Villa von Martin Madrazo rum? Naja, ganz einfach aus dem Grund, weil wir ja noch einen Casino-Kontakt dazu bekommen müssen, der uns dann die ganze Zeit wieder per Smartphone nervt. Ich meine, beim Nachtclub war es halt Tony Prince, aus GTA 4 Ballad of Gay Tony. Aber wer wird denn das jetzt beim Casino-Update sein? Ich meine, es gab ja schon damals im Quellcode einige geleakte Audiodateien, die Modder rausgefiltert haben. Da hatte einmal Lester was zum Casino gesagt, es hatte einmal Gerald was zum Casino gesagt und es hatte einmal Martin Madrazo was zum Casino gesagt. Hört euch mal den Text von Martin Madrazo an. Did you hear, my friend? A casino has opened. Perhaps you should investigate. I recommend you buy a share in a property, and once the business is up and running, of course, they may require maintenance to keep them profitable. Na jedenfalls sagt dir Martin Madrazo, ey, in der Stadt hat ein neues Casino eröffnet und mit diesem Casino kannst du Geld verdienen, indem du dir davon einen Anteil kaufst. Also, wenn man sich einen Anteil vom Casino kauft, zum Beispiel CEO oder VIP-Raum, Anteil, wie auch immer das denn aussehen wird, dann verdient man mit dem Casino Geld. Er sagt dann aber auch, du musst aufpassen, du musst dich darum kümmern, dass das Casino weiterhin profitabel bleibt. Also ich denke mal, das wird so eine Art Nachtclub 2.0 werden.
hoffentlich deutlich besser, weil man sich halt drum kümmern muss, dass es profitabel bleibt. Vielleicht muss man schauen, dass man keine Razzia bekommt oder keine Überfälle oder sowas in Richtung, dass man vielleicht irgendwelche Waren besorgen, irgendwas beschaffen muss. Ich denke, dass unsere neue Casino-Kontaktperson der Casino-Chef Martin Madrazo sein wird, auch weil der Typ ein Multimillionär ist. Der ist der Boss von dem mexikanisch-amerikanischen Drogenkartell. Der Typ hat auch eine fette Ranch mit Pferden, also theoretisch, ich meine, es sind ja keine Pferde da, aber hier sind Pferdeställe. Ja, und den könnte ich mir am ehesten als einen Casino-Chef vorstellen, weil wenn jemand Kohle hat in Los Santos, dann ist es Martin Madrazo und auch noch die Verbindung mit den Pferden, weil wir vielleicht auch noch Pferdewetten bekommen könnten. Und jetzt gucken wir uns mal kurz den Rest vom Post an zum Diamond Casino. Ganz gleich, ob ihr es mit Freunden so richtig krachen lassen oder alleine für kurze Zeit dem Alltag entfliehen wollt, The Diamond Casino und Resort steht jedem offen. Also, entweder könnt ihr allein zocken oder ihr könnt mit Freunden zusammen die Glücksspiele zocken, die im Casino zur Verfügung stehen. Dann auch kommt vorbei und erlebt den geschmackvollen Luxus, den das Diamond zu bieten hat, wie zum Beispiel herausragende Gästeservice. Was zum Fick, was ist ein herausragender Gästeservice? Ich meine, sitzen wir dann am Tisch und bekommen zum Beispiel eine Champagnerflasche an den Tisch geliefert, so just for fun? Oder was ist mit Gästeservice gemeint? Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Comments schreiben, was Rockstar hier so im Kopf hat vielleicht. Dann ein Parkdienst. Also ich schätze mal, dass wir unser Auto ganz normal, wie es halt im Real Life auch ist, vorne beim Casino abstellen, dann kommt irgendein Typ, irgendein Mitarbeiter und fährt das hinten ins Parkhaus hoch. Oder wir können gleich ins Parkhaus reinfahren und können dann vom Parkhaus in den Glücksspielraum, meinetwegen vom Casino. Na jedenfalls ein Parkdienst, das Hochgefühl beim Drehen des Glücksrads. Also noch ein Glücksspiel, das fünfte Glücksspiel, was jetzt bestätigt wurde. Mit der Chance auf lebensverändernde Gewinne. Lebensverändernde Gewinne, was könnten das sein? Zum Beispiel ein großes, geiles Luxusauto, was dann irgendwo meinetwegen in der Mitte steht und man dreht am Glücksrad, gewinnt dann das geile Auto. Eine sorgfältig kurierte Auswahl feinster Tropfen in den Bars und Lounges, also Loungebereich, Barbereich, wo man ein bisschen chillen kann, was zu trinken holen kann, die Stars kennt ihr schon von der Yacht zum Beispiel. Dann eine Reihe anspruchsvoller Tischspiele, also Games wie, denk mal, die Glücksspiele sind damit gemeint oder vielleicht noch andere Spiele wie Mau Mau oder so, Alter, keine Ahnung, und vieles mehr. Ja, weitere Informationen, ein erster Einblick in die größte und extravaganteste Neueröffnung in der weitläufigen Metropole Los Santos folgen in Kürze. Also wir werden wahrscheinlich bald neue Screenshots oder vielleicht schon einen Trailer bekommen, wo wir schon einen Einblick bekommen in das Casino, wie es drin im Casino aussieht. Nochmal ein kurzes Fazit zu den ersten offiziellen Infos von Rockstar Games, die es jetzt hier zum Casino-Update gibt. Also so wie es aussieht, könnte Rockstar Games wirklich das komplette Casino umbauen, was wir so noch nie erlebt haben in GTA Online. Also hier den vorderen Bereich und dann noch den Bereich mit der Rennbahn und da könnte wirklich was komplett Neues entstehen, dass man das von außen wirklich sehen kann oder es findet wirklich alles nur innen statt. Das müssen wir erstmal abwarten, mal schauen, was da passiert. Die Glücksspiele, die bis jetzt alle offiziell bestätigt sind, also zu 99% sagen wir mal, das ist Roulette, das ist Blackjack, das ist Poker, Automatenspielen und auch das Glücksrad. Was jetzt unsicher ist, sind Pferdewetten und Lotteriespielen. Casino-Chef oder halt Casino-Kontakt ist meiner Meinung nach Martin Madrazo. Gründe habe ich euch ja genannt, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht denkt ihr ja, dass es jemand anders ist. Vielleicht ist es ja Lester eurer Meinung nach oder Trevor oder Gerald. Gute Frage. Ich sage, ich bleibe erstmal bei Martin Madrazo. Okay, das war es jetzt jedenfalls hier mit der aktuellen GTA Online News Zusammenfassung, dem Newsüberblick von dieser neuen Woche, von der aktuellen Eventwoche, Casino Update Infos und Casino Update Änderungen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.